Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur 10. Episode von Let's Play Windows 10 Edition Beta. Und ich hatte noch eine Aufnahme zuvor gestartet, die ist allerdings in die Hose gegangen. Und deswegen leider kann ich euch jetzt die leider nicht nachreichen oder anschneiden. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gezeigt, zum Beispiel wie das alles hier vorher aussah und so. Und dann habe ich euch stolz gemacht mit der Brücke, habe ein bisschen Holz gefarmt. Hab ein paar Herzen verloren, also alles in Ordnung. So, mussten ja noch eine Sache erledigen aus der letzten Folge unbedingt. Also wirklich unbedingt. Dazu gehen wir an den Crafting Table. So. Ich hoffe, das reicht. So, und dann geht das jetzt wie folgt. Zack. Das dürfte reichen. Genau. Damit das da wirklich auch zum Bunker gehen kann. So. Zack. Hey, da hätten wir nur drei gebraucht. Ach, Mist. Ich finde diesen Felsvorsprung hier nicht so schön. Diese Kammer da finde ich nicht schön. Dieses Granitfeld finde ich nicht schön. Diesen Abgang finde ich nicht schön. Oh Gott. Kurz und gut. Es gibt nicht vieles, was ich gut finde an dieser Höhle. Da oben waren wir schon. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir legen uns erstmal wieder aufs Ohr. Nachdem wir natürlich hier ein bisschen was weggemacht haben. Ist ja alles Blödsinn, was hier ist. Also. Das haben wir ja nur gemacht, um den Baum anzupassen. Oder auch nicht. Ja, gut. So, was ich nun machen wollte, ist gucken, ob wir hier denn nicht. Irgendwann rauskommen. So, da könnten wir da hinten hier so ein Panic Room, also wirklich jetzt hier, das ist der geschützte Teil des Bunkers. Das wäre so eine Idee. Ah, Mist. Nicht drauf losgehen, nicht drauf anspringen, sie will dich nur provozieren. Sie will dich nur provozieren. Das ist alles Provokation. Gut. Okay. Irgendwas wollte ich noch machen. Haben wir zufällig? Ja, wir haben. Und zwar läuft das hier einfach nur flüssig, ja, weil jetzt nicht mehr auf Java läuft, weil Java irgendwie nicht ganz so flüssig läuft, sondern es läuft jetzt auf C-Raute, glaube. Keine Ahnung. Irgendwie so läuft das. Ja, gut, ich dachte schon, mein PC ist abgeschmiert wie in der letzten Aufgabe. Das war Aufnahme, nicht Aufgabe. Was ziehe ich hier letzte Zeit für Scheiße? Ich glaube, den Weg hier müssen wir dicht machen. So, machen wir den Ausgang dicht. Den hatten wir sowieso schon ewig nicht mehr gebraucht. Dauert zwar ein bisschen, bis Gras über die Sache gewachsen ist, aber ja, gut. Sieht man von hier unten nicht, oder? Nee, fällt nicht auf. Aber ich brauche trotzdem. Ich nehme mal den Wasseraufzug.
So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen was chillen machen. Also der C geht ja mal so gar nicht. Hier kommt als erstes ein Wehchen. Also das geht ja mal gar nicht so, wie es läuft. Das hier ist. Ich mache jetzt, lasse jetzt einfach mal die Tür offen. So, okay, dann haben wir hier Glas, Feuerstein, bla. Ich würde sagen, wir brauchen noch eine Truhe. Wir brauchen Steine, haben wir. Ach ja, ich habe Zuckerrohr gefunden. Nur so nebenbei. Falls das irgendjemand von euch interessieren sollte. So, da haben wir wieder eine Scharteinspitzhacke und dann gehen wir runter. Wir gehen runter zum Bunker. Zum Runtergehen eignet der Weg sich perfekt. Ansonsten ist er suboptimal. Ach so, ja, nach der Folge werden natürlich die Monster eingeschaltet, wie im letzten Let's Play. Alles keine Sache. Und drei. So. So. Eins, zwei, drei. Das sind zwei. Jemand müsste eigentlich noch ein weiter, damit ihr was seht. Oh, jetzt wird's gleich dunkel. Achtung. Oder doch nicht? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Das habe ich jetzt nicht gehofft zu finden. Jetzt haben wir sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7. Naja, auf jeden Fall. Zack. Wir müssen natürlich für jeden Raum noch eine Funktion zuweisen und so, das ist klar. Die müssen wir auch noch auskleiden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist auch klar. Am besten mit Eisen oder Diamantblöcken oder Obsidian. Für gegen äußere Angriffe von Creepern und so, weil Stein reicht nicht. Machen wir das so schön an die Wände hier. Zack. Er befindet sich ja noch im Rohbau. So. Das wird dann hier sozusagen nur der Vorbunker. Provozieren lassen. Okay. Jawohl, Alter. Ich hab gekillt. Ich habe gekillt. Ich hab gekillt. Hehehe. So. Ich glaube, das müssen wir sogar so lassen, Scheiße. Oder wir machen das Ganze so. So. Wir haben doch oben noch eine Holztür. Also das ist erstmal nur der Panic Room. Und dahinter ist wirklich die Safe Area mit sozusagen unsere kleine eigene Fifth Area 51 und dann kommt dann irgendwer rein und das ist alles ganz, ganz, ganz nett gemacht und so. Das ist auch mal eine Möglichkeit da an meiner Holztür.
Hallöchen, Papierchen. Gut, da bin ich wieder. Es hat kurz geruckelt. Warum auch immer. Aber es hat geruckelt und ich würde sagen, wir haben da unten dann ein weit bezweigtes Höhlensystem. Warum habe ich die Tür nicht mitgenommen? Ach, weil er das ja nicht mehr gespeichert hatte. Da ist mir dann Minecraft Windows 10 Edition Beta leider abgeschmiert. Ja. Okay. Zuerst die Schutzvorrichtungen und danach bauen wir uns hier in so eine schöne Stadt. Was machen wir dann alles noch? So. Gehen wir rein, immer hereinspaziert, hereinspaziert. Und haben wir Holz dabei? Natürlich haben wir Holz dabei. So, wir dürfen nicht kein Holz dabei haben. So, und zwar stellen wir den ganzen Klumpatsch dahin. Das kommt in den Essenraum. Und zwar, was wollte ich denn gerade machen? Ach so, ja, ein Ofen. So, Ofen. Gut, dann haben wir Ofen. Nahrungsraum. Gut. Ja. Ja, okay. Hier haben wir eingerichtet. Da. Ach so, ja. Jetzt, was ich machen wollte, weiß ich wieder. Ah. Und zwar wollten wir das hier machen. So, oh, da habe ich ein paar viel gemacht. Na egal. Das muss reichen. Eine Koppeltreppe. Nehmen wir den da weg. So. Eins, zwei, drei. Oh Mann, habe ich heute mit Lecks zu kämpfen. Eins bis drei und dann gehen wir hier hoch, so runter, runter, zu. Hier kommt dann irgendwo die Sicherheitstür. Und dann sind wir hier im Bunker, haben hier unseren Essenraum und dann muss ich noch einen Tisch. Na. Auf jeden Fall, ja, wir haben noch Tags. Hoch erstmal. So. Und hier geht dann das ganz normale Leben los oder weiter. Dann haben wir jetzt hier ein paar davon, davon, davon. Ich überlege, ob eine kleine Kohlekiste zu machen. Nein, jetzt brauchen wir Erde. Und einen Wassereimer. Also wir müssen noch Wasser holen. Ja, okay. Ich habe die Tür oben offen gelassen, ansonsten wäre ich jetzt durch den vierten Eingang rein. Oh, es wird gerade Nacht. Na, als Nacht schlafen von wegen, es ist doch nachts. So, okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall los und bauen uns dann unter in der Höhle im Beet. Notversorgung. Das muss auch reichen für Tage, Wochen, Monate, Jahre. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, was weiß ich. Da geht die nächste Körperraum rein. Für, aber dass die Pflanzen ordentlich wachsen, brauchen wir dann wieder Licht. So, bauen wir hier noch ein bisschen. Oh fuck, hier können wir nicht bauen. Weiter geht's. Hier ist schon besser. So. Jetzt bauen wir uns in die Tiefe. Hier kommt unser Wasserspot hin. So. Wasser gesetzt. Steinweg machen.
Da, ja, dahin. Steinberg kloppen. Ich weiß es jetzt nicht so spektakulär. Also oben ist das viel, geht das viel, viel schneller. Ich weiß das auch. Aber warum schnell, wenn man es auch langsam haben kann? Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal so grob ausgehoben. Was das Beet betrifft, ist es noch relativ klein. Ja, das muss noch verbessert werden. Aber wir schaffen das. Oh Gott, das Kies. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Kies gemacht. Das traumatisiert mich bis heute. Okay, wir sind dann fast bereit für die nächste Folge, also. Okay, boah, das Einzige, was wir dann da bräuchten, wäre Holz, aber gut. Das ist sich, da lässt sich später drüber reden. Wie das aus? Genießen die freie Natur. Ne? Wieder runter. Gott, was ist denn hier alles? Wo? Ich habe nur deinen Gang geguckt. Zeig dich, du widerspenstiges Vieh. Ah, jetzt habe ich gerade mal Bock auf Bauris. Ja. Gut. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Und davon relativ viel, also muss man schon sagen. Also wenn, dann viel. Sticks, erstmal das, das ist wichtig. So, neue Stein, Scharteinspitzhacke. Und zwar. Machen wir jetzt etwas, das mir schon seit langem ein Dorn im Auge war. So. Und zwar möchte ich das hier jetzt nicht mehr so haben. Das gefällt mir so nicht mehr. Also möchte ich es auch so loswerden. Alter, wie viel oft kann man denn ein so in einem Satz platzieren? Hallo, ist euch das mal aufgefallen? Wie oft man Wörter in einem Satz platzieren kann, Alter. Boah. So. Schon wieder. Dann haben wir das geschafft hier. Mal sehen, wie weit die Cleanies sind. So, einen hätte ich noch zu vergeben. Setzen wir den noch dahin. Und dann kommt da oben eine ganz schöne glatte Klett Decke rein. Und da fällt das nicht mehr auf. So. Eins, zwei. Ich glaube, wir müssen irgendwann was anderes machen. wir gehen raus. Okay, da bin ich wieder. Es geht gerade drunter und drüber hier, aber egal. Gut. Was haben wir denn da unten genutzt eigentlich? Holzstämme, sag mal, war ich bekloppt oder so?
Bin ich bekloppt, Holzstämme zu nutzen? Tick ich noch ganz richtig? Au, au. Tschüss! Okay. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter hier. Bin ich bekloppt und habe wirklich einen Stützpfeiler aus purem Blöcken gebaut. Ah, ich bin an Luft gekommen. Das macht man doch nicht so. Das macht man doch mit Holzbrettern. Dazu sind sie auch Holzbretter. Ups, falsch gesetzt. Warum ist dieser komische Bug da? Muss ja nur ein paar Bretter, weil das auch jeder kann, also. Ach Mann, mir geht die Luft aus. So. Eins, zwei, drei. Haben wir da drüben den gleichen Wert? Haben wir eins? Hä? Das kann gar nicht sein. Hier drei. Da müssen wir von da drüben. Eins, zwei, drei. Rein theoretisch. Eins, zwei, drei. Da muss einer hin. Das markiere ich mir jetzt mal. Plopp. Plopp, plopp. Hoch. Dusch. Das war wieder mal so klar. Jetzt bin ich unter der Brücke gefangen. Ach du Scheiße. Ich regeneriere Unterwasserleben. Ist so geil, Alter. So, jetzt haben wir eine wirkliche Brücke. Jetzt fehlt nur noch die Beleuchtung. Hier ist nicht, das können wir wieder füllen. Das muss man sogar füllen. Das ist sonst nur gefährlich. Hier. Naja, ich komme nicht wieder, ja. So, und dann so, haben wir ja fast geschafft. Hoffentlich reicht die Erde. Hoffentlich reicht der Dreck. So. Man sieht den Unterschied nicht, ne? Also jetzt bis auf das bisschen Terraforming, das wir hier gemacht haben. So, gehen wir wieder nach raus. Ich finde das immer noch so geil, die Welt. So.
Schließen wir das Türchen. Holen uns die Steinchen. Das hat sich gerade so angehört. Wir holen uns die Klunker. Habe ich das so gemacht? Oder war das anders? Hier muss ein Weg hoch. Gut, aber das war's erstmal. Gut. Was haben wir in unserer Folge heute gemacht? Resümee. Wir haben, ich halte jetzt mit da den Abgang gemacht. Brumms. Hier das bisschen verschönt. Hier die Treppen reingemacht, den Bunker angefangen. Da hinten den Raum für den Bunker schon mal angefangen. Boah, direkt einfach mal. Hier den Vorratskeller angefangen. Hier ein Starter-Pack angefangen. Hier müsste man dann auch schlafen können. Tschüss! Ja! Gut. Ja, okay. Ich gehe jetzt mal hoch hier. Zack. Wir haben Holz gefarmt. Also so, es war alles drin, was wichtig war. Gute Nacht. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich stelle mich am besten wieder auf den Ofen. Jo, und dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ach so, ja. Bei Fragen und sowas alles, bitte Kommentare. Ich brauche unbedingt Kommentare. Gut, das war's eigentlich alles. Gut, dann tschüss.